die lachen über euch, weil ihr den Islam richtig praktiziert, weil ihr Bart trägt, weil ihr Jalabiya trägt und sagen, das sind Barbaren, das sind unterentwickelte Menschen. Aber Alhamdulillah, das ist die beste Verheißung überhaupt. Der Prophet Muhammad a.s. sagte, Tuba lil Ghuraba. Er redete über diese Zeit und wir sind kurz davor. Wir sind kurz vor dem jüngsten Tag, meine liebe Geschwister im Islam. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass wir kurz vor dem jüngsten Tag sind. Und ihr seht die Fremdheit. Ihr seid fremd geworden. Gestern wart ihr in der Disco, wart ihr gute Menschen für eure Umgebung. Aber jetzt, weil ihr in der Moschee seid, ihr seid Extremisten. Ja? Ihr seid Extremisten. Möge Allah uns, die Menschen in unserer Umgebung, inshallah, recht leiten. Und das ist auch ein Appell, meine liebe Geschwister im Islam. Das ist ein Appell an jeden Muslim hier in Deutschland. Wallahi, Allah wird jeden von euch fragen, am jüngsten Tag, was habt ihr für diesen Dien gemacht? Was habt ihr für den Islam getan? Bereitet jetzt die Antwort vor. Und wir haben gesehen, Ni'mat al-Islam. Allah hat dich auserwählt, nicht nur weil du blaue Augen hast oder weil du aus der Türkei kommst oder weil du aus Palästina kommst. Allah hat dich auserwählt, weil du eine Aufgabe hast. Weil Allah weiß, dass du diese Aufgabe durchführen kannst. Liest ihr nicht im Koran, wo Allah sagt, Inni ja'alun fil ardi khalifa, ich werde auf die Erde einen Nachfolger einsetzen. Das kennt ihr alle, als Allah Adam erschaffen hat. Was haben die Engel geantwortet? Willst du auf diese Erde einen Mensch erschaffen, der Blut vergießt? Subhanallah, die Engel wissen, was ein Mensch bedeutet. Und Allah hat geantwortet, ich weiß, was ihr nicht wisst. Wisst ihr, was Allah damit meint? Ich weiß, dass aus diesen Menschen gute Muslime kommen werden, die mir dienen und das Gute gebieten und das Schlechte verwehren. Ja? Das sollen wir beweisen am jüngsten Tag, meine liebe Geschwister im Islam. Wir sollen den Engel beweisen am jüngsten Tag, dass wir das Gute gebietet haben und das Schlechte verwehrt haben. Wir müssen den Engel beweisen am jüngsten Tag, dass wir Allah gedient haben, dass wir Allah geliebt haben, dass wir diese Religion nach vorne getragen haben, dass wir stolz sind auf diese Religion. Damit wir den Engel sagen, wir waren die Muslimen, die Allah gemeint hat. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Gemeinde, die nützlichste Gemeinde für alle Menschen auf dieser Erde. Du bist der beste Mensch, weil du nützlich für alle anderen Menschen bist. Ja? Und Allah hat dir befohlen, das Gute zu gebieten und das Schlechte zu verwehren, weil Allah weiß, dass so viel Verbrecher auf dieser Erde geben wird. Ja? Wir werden alle auferweckt. Nackt. In Gestalt von Adam a.s. Die Sonne kommt bis zu einer Meile über die Köpfe der Menschen. Und die Ungläubigen werden versammelt werden. Und die werden schwitzen und schreien. Und sogar bis zu ihrem Mund in Schweiß baden. Und werden schreien und sagen, O Allah, schick uns in die Hölle. Wir können es nicht ertragen. Sie können die Sonne nicht ertragen, aber sie wissen gar nicht, was Hölle ist. Die Hölle kommt danach. Ja? Und wenn die Hölle gezogen wird von 4,7 oder 4,9 Milliarden Engel, wisst ihr, wie tief die Hölle ist?
Der Prophet Muhammad a.s. hat gesagt, ein Stein fehlt 70 Jahre lang, bis der Stein den Boden der Hölle berührt. Rechne das. Wo sind die Mathematiker und die Physiker? Rechne, wie tief der Hölle ist. Wisst ihr, wie breit die Hölle ist? Die Hölle könnte vielleicht 5 oder 10 Mal größer als die Erde sein. Der Prophet a.s. sagte, am jüngsten Tag wird die Hölle von 70 Ecken gezogen. An jeder Ecke oder Zügel ziehen 70.000 Engel. Und wisst ihr, wie groß ein Engel ist? Der Prophet Muhammad a.s. sagte, als ich Jibril a.s. in seiner natürlichen Gestalt gesehen hatte, ich konnte durch ihn den Himmel nicht mehr sehen. Und das ist ein Engel von 4,9 Milliarden Engel, die die Hölle zu den Menschen bringen. Wenn die Menschen die Hölle sehen, die werden alle ohnmächtig werden. Sogar die Propheten werden knien und sagen, O Allah, meine Seele, meine Seele. Dann wird der Kafir sagen, Ya laytani kuntu turaba. Oh, wie wäre ich Staub gewesen? Wäre ich Sand gewesen? Wo war mein Verstand? Ich habe einen deutschen oder einen marokkanischen oder einen türkischen Nachbar gehabt, der mir den Koran geschenkt hat. Und ich habe es abgelehnt. Aber es wird keine Reue akzeptiert am jüngsten Tag. An dem Tag gibt es keine Reue. An dem Tag akzeptiert Allah keine Reue. Und hier wird ewig Qual werden und hier wird ewig Belohnung geben im Paradies. Für was? Für eine kurze Station. Diese Station kann jetzt enden.